Danke, danke. Vielen Dank. Ein großartiger Abend. Wir sind alle berührt, nicht weil die Bude ausverkauft ist, nicht nur deshalb, sondern so viele alte Gesichter, als wir das Anspiel oder Wolfgang, als wir das geplant haben. Wir haben vor 9 Monaten angefangen zu proben. Wolfgang sagt auf der ersten Probe, wenn das klappt, gibt es ein riesen Klassentreffen. Aber Wolfgang, es ist mehr geworden als ein Klassentreffen. Viele alte Freunde, viele, die ich jahrelang nicht gesehen habe, uns geht es allen so. Und ihr stellt schon mal zuerst die Frage, habt ihr heute schon gelebt? Ja, wir haben ja damals so einige Platten aufgenommen, in ganz früher Vorzeit, so in den 80er Jahren. Und da waren jetzt nicht nur solche Hauruck-Nummern bei, sondern auch mal die anderen besinnliche. Und eine davon möchten wir ganz gerne auch noch spielen, weil der Text nach wie vor aktuell ist.
Lass uns zusammen die Welt sehen, lass uns zusammen träumen, lass uns zusammen auch den Schrecken sehen und lass uns versuchen, diese Welt zu verbessern zu machen. So, auf geht's. Das nächste Lied
ist ein bisschen inspiriert von Bob Dylan, der in den 60er Jahren gesagt hatte, dass er damals so viel älter war, als es heute ist. Und wir haben diese Idee mal aufgegriffen und das Stück heißt Viel gelernt. Von oben
Wie geht's euch denn unten und oben so mit der Hitze? Alles gut? Wie schon eine ganze Batterie Wasser? Gero Stader liefert gleich nach. Alles gut? Keiner umgefahren? Alle Rollatoren gut geparkt? Alle Hüftgelenke im Lack? Meine Kniegelenke tun es auch noch. Wie immer schönen Gruß ans EVK für die Operation. Wunderbar. Schmidt, Schmidt habe ich operiert. Danke. Und jetzt kommt ein schönes, wunderbares Lieblingslied aus alten Tagen von der vierten LP von 1986. Das Ding heißt Komm und küssen.
wenn wir zurück auf die Bühne gehen, dann können wir auch eine Webseite machen. Und wir haben natürlich eine Webseite und die heißt herne3.de. Liebe Schreibweise herne3, mal durch die 3 als Ziffer bitte. Oder herne-3.de. Da ist auch ein Stück draus, das ist unsere neue Single. Nur, wir haben uns natürlich von unseren Kindern sagen lassen, dass man heute nicht mehr Single sagt, sondern das ist eine VÖ, Veröffentlichung. Ja. Und man verkauft die nicht oder man gibt die nicht in den Markt, sondern man spielt die Medien. Die Medien werden bespielt. Also wir bespielen euch jetzt mit unserer neuen Single, die eine Erinnerung ist an Zeiten, die früher waren, die uns geprägt haben und die uns zu dem gemacht haben, was wir heute sind. August,